Taschen zu einer neuen Folge von den Testpiloten. Wir wollen euch mal, beziehungsweise ich möchte euch mal vorstellen, mit welchem Programm wir denn hier die ganzen Videos drehen und bearbeiten. Ich benutze für diese Aufnahmen, die ich jetzt so mache, ganz normal mein Handy und ein Mikro. Tata, ja, das Mikro. Und ansonsten benutze ich Camtasia Studio derzeit 9. Habe mir das einmal gekauft und die ganzen Updates, die dann noch dazu kommen würden, kriege ich halt kostenlos dazu. Genau, das benutzen wir und das zeige ich euch jetzt. Nach dem Intro. So, herzlich willkommen auf meinem Laptop. Um erstmal überhaupt ein Video aufzunehmen, könnt ihr das ganz einfach am Anfang. Da erscheint dann einfach so ein kleiner Bildschirm, ein kleines Fenster und da könnt ihr dann auswählen, ob ihr nun den Bildschirm aufnehmen wollt, den Bildschirm und eure Kamera, die ihr am Laptop habt, oder eine Webcam. Also das beides. Oder ihr macht einfach nur Camtasia aus, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und dann kann man hier schon mal so ein Video hier einfach reinziehen. Oder ihr klickt einfach auf Medien importieren, so wie es da gerade stand. Und dann könnt ihr euch einfach ein MP3, MP4 oder MP3 geht natürlich auch auswählen und dann könnt ihr die hier bearbeiten. So ein kleiner Überblick. Ihr könnt dann hier, sobald ihr das dann hier drin habt, könnt das euch dann auch hier hinziehen. Ihr könnt es auch direkt aus dem Ordner hier reinziehen, geht natürlich auch. Und dann könnt ihr hier so einiges, hier sind die ganzen Bibliotheken. Hier habt ihr so ein kleines Menü. Also hier sind die Medien, ja, Medienmenü, Anmerkungen. Da kann man das einfach so hier reinziehen. Doppelklick. Was reinschreiben. Hier unten könnt ihr das dann auch noch verschieben. Ja, dann gibt es hier noch ganz viele andere Sachen. Ich auf alle klicke. Pfeile. Form. Kann man hier auch noch was verpixelt machen. Oder hervorheben. Geht natürlich auch, ja. Das nehmen wir jetzt mal wieder weg. Was ist das jetzt hier oben? Ja, gibt ganz viele Sachen. Verrückte Zeichen, ja. Übergangseffekte, das passt jetzt sehr gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel den hier nehme, Taschen zu einer neuen Folge. der ist mir immer zu schmal. Da kann man das hier auch ändern auf der rechten Seite. Wenn ich es zum Beispiel breiter mache. Oder die Zeichenzeit verlängere, geht auch. Aber hier Verhalten ist immer sehr cool. Ich kann zum Beispiel hier einfach treiben. Ich habe das jetzt einfach gegriffen und hier reingezogen. Und jetzt pass mal auf, was passiert. Taschen zu einer neuen Folge von den Der schwebt dann hier so Testpiloten. rein. Wir wollen euch Und mal, sobald dann die so Zeit wie ich vorbei ist, möchte, schwebt er euch mal einfach wieder vorstellen, raus. mit welchem Programm. Da gibt es dann auch ganz viele Sachen. Hier wieder auf der rechten Seite. Ein, kann er treiben oder schwingen. Währenddessen pulsieren zum Beispiel und aus machen wir dann schrumpfen zum Beispiel. Ja. Können wir uns auch mal Taschen kurz zu einer angucken, wie neuen es Folge dann von den aussieht. Testpiloten. Wir wollen euch Mal mal, pulsiert beziehungsweise er. ich möchte euch mal. Jetzt schrumpft er. Was haben wir noch? Animationen. Hier kann ich zum Beispiel dieses Zoom und Schwenk. Ja, der ist der Typ ganz nah ran. Wie sieht das dann aus? Dann Ich zoomt er möchte einmal euch ran. mal vorstellen, mit welchem Dann Programm. kann ich später. Hier in der Zeit sieht man dann hier unten, wie es passiert. Kann ich einfach wieder rauszoomen. Dann kannst du, ob wir dann nach links oder rechts oder nach unten schieben. Euch mal vorstellen, mit welchem Programm wir denn hier die ganzen Videos. Genau. Wenn ich die beiden hier einfach anklicke und dann auf Entfernen drücke, dann verschwindet es wieder. Ja. Zack, Cursor-Effekt. Haben wir jetzt leider hier nicht keinen Cursor, aber ich benutze dann immer dieses Hervorheben hier.
Und beim Rechtsklick und Linksklick könnt ihr auch noch extra einen Sound machen oder eine Welle, eine Zielscheibe, gesprochener Kommentar. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sogar noch was dazu, sobald ich hier drauf drücke, läuft dann hier der Zeiger los. Kann ich euch einmal zeigen. Am besten, wo ich mal nichts sage. Hier. Ich drücke also hier rauf und rede weiter. Und das wird jetzt alles aufgenommen. Wenn ich jetzt auf Stopp drücke, dann speichert er das einmal. Und dann habe ich es. Hier ist es. Genau. Dann kann ich das hier auch wieder verschieben, so wie ich möchte. Ich entferne das jetzt wieder. Audioeffekte nehme ich sehr gerne. Lautstärkeausgleich. Einblenden, Ausblenden ist auch eine coole Sache. Clipgeschwindigkeit habe ich auch schon mal in einem Video eingesetzt. Macht sich auch wunderbar. Kann ich euch einmal zeigen. Hier, genau. Also klickt er dann hier oben rauf und dann könnt ihr hier einfach das Tempo oder die Minuten verändern. Hört sich dann meist sehr lustig an, ja. Visuelle Effekte, wenn ihr hier einen Greenscreen habt, habe ich aber noch nie gemacht. Hier haben wir auch wieder die Clipgeschwindigkeit. Und dann hier Untertitel könnt ihr noch eingeben und Interaktivität, ja, ein Quiz einbauen. Genau. Das wäre so das Wichtigste, was ich euch hier zeigen könnte. Ich benutze das, dieses Programm, ja, Camtasia Studio 9. Müsste das jetzt schon sein. Sehr gerne. Also bestimmt schon seit 1, 2 Jahren. Meistens für Familienfeier, also Familienfeiern, wenn man einen Geburtstag hat, dann mache ich da meistens ein Video und schneide so das Leben zusammen. Auch mal, da können auch mal 1,5 Stunden, 2 Stunden Videos rauskommen. Geht alles mit dem Programm. Ist wunderbar. Jo. Ja, kann ich euch jetzt erstmal auch weiter, glaube ich, gar nicht zeigen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich stellt eure Fragen. Ich beantworte die euch gerne. Oder machen ein Video dazu. Ja. Ja, dann sehen wir uns gleich auf meinem Sessel wieder. Genau, hier kann man auch sogar sehen, ja, 6 Minuten 40 jetzt. Ich werde es natürlich noch zusammenschneiden, dann ist es kürzer. Ja. Bis gleich. Ja, wie ihr gesehen habt, ist also ein total intuitives, einfaches, geniales Programm. Ich kann da nur sagen, 5 von 5 Sternen, astrein. Hier unter dem Video in der Beschreibung könnt ihr euch das Ganze auch angucken und kostenlos holen. Wenn ihr es denn kostenlos geholt habt, dann habt ihr immer noch oben rechts, unten links irgendwo so ein Wasserzeichen. Als Werbung für Camtasia ist okay. Mich hat es genervt, deswegen habe ich mir gleich die Vollversion gekauft. Einmal gekauft, ein Leben lang kann ich das jetzt nutzen. Mit allen Updates. Also hier unter dem Video in der Beschreibung einfach raufklicken. Dann könnt ihr euch das Ganze mal in Ruhe angucken. Und Leute, ganz wichtig, vergesst mir nicht zu abonnieren. Nein.